Mixpool wurde repariert. Und ich hatte gehofft, ich könnte... Die Steuern sollen schon wieder... Martha hat gesagt, die Fäule sei schuld daran, dass sich Kreaturen aus dem Norden hier ausbreiten. Unterwegs werden wir wohl noch ein paar treffen. Dann sollten wir wohl immer auf der Hut bleiben. Hierher! Entschuldige, ich brauche einen guten Kämpfer. Na, ganz toll, ein Träger. Ich habe keine Zeit, mit deinem Herrn zu feilschen. Warte, das ist doch der schlafende Chocobo. Du gehörst zu Martha. Gut, sie hätte sicher keine Einwände. Es geht ja um Wölfe. Wir haben versucht, mit ihnen fertig zu werden. Haben Köder ausgelegt und wollten den Biestern auflauern. Nur waren sie größer, als wir erwartet hatten. Die Fäule hat sie wohl hergetrieben. Sie müssen auf der Suche nach Beute sein. Wir hatten gehofft, sie wären ausgehungert und schwach. Aber der Hunger macht sie wild. Martha vertraut dir, also musst du was können. Bitte hilf uns, töte das Rudel. In Ordnung. Wilde Wölfe sind eine Gefahr für alle. Ja, genau das sage ich doch. Ich wette, die hungrigen Biester sind noch da drüben. Verschlingen den Köder. Wenn du sie alle erledigt hast, dann geh weiter über die Brücke. Dort wartet Bryce. Er sollte wissen, dass er rüber kann. Gut, ab mit dir. Ob sie wohl immer noch dran fressen? Bist du Bryce? Was geht dich das an, Träger? Dein Freund wollte, dass ich die Wölfe töte. Also habe ich sie getötet. Ich soll dir glauben, dass ein Träger das ganze Rudel erlegt hat. Andererseits bist du über die Brücke gekommen. Donnerwetter, bist ein ganz harter, was? Frederick, du Schlitzohr. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Bestien auf Bestien zu hetzen. Du hast uns gut gedient. Richte deinem Herrn unseren Dank aus, Träger.
Sieh doch, die Windmühlen. Das ist Eastpool. Als Junge war ich einmal mit Kommandant Murdoch hier. Doch das war ein anderes Rosaria als heute. Still. Wie tot. Ja. Clive! Lord Clive Rossfield! Ich bin es, Hannah! Rodney Murdochs Frau! Lady Hannah! Oh, ihr seid es wirklich! Ihr habt euch nicht verändert. Der junge Lord und Jill auch. Es ist so gut, euch zu sehen. Zum Glück seid ihr wohlauf, Lady Hannah. Wenn ihr Zeit habt, ich lade euch gerne zu mir ein. Ich habe nicht viel, aber was ich habe, teile ich. Wenn wir nicht stören. Und seitdem reist ihr also durch die Welt? Ich verstehe, dass ihr vor den Eisernen fliehen musstet, aber... Oh, solche Mühen in so einem jungen Alter. Es war nicht einfach, aber wir leben noch und... Und der Weg... hat uns wieder zurück zu euch geführt, Lady Hannah. Warum wohnt ihr noch hier? In Eastpool? Rosalith wäre doch näher am Mutterkristall, oder nicht? Ihr könntet umziehen. In diesem Haus stecken viele Erinnerungen. Solange man mich hier leben lässt, werde ich bleiben. Und außerdem wird niemand mehr aufgenommen in der Hauptstadt. Auf Befehl ihrer kaiserlichen Majestät. Annabellas Heirat mit dem Kaiser von Sanbrek hat hier vieles verändert. Ja, ich weiß. Oh, verzeiht mir. Ich wollte nicht... Bitte, nichts zu entschuldigen. Meine Mutter würde doch sicherlich mit sich reden lassen. Ihr seid schließlich die Frau des Kommandanten. Ach... Ihr wisst es nicht. Rodney starb in jener Nacht in den Flammen. Er kehrte nie zu mir zurück. Das tut mir leid. Clive. Du meine Güte. Ihr seid blass.
Die Reise muss euch erschöpft haben. Ich bestehe darauf, bitte. Legt euch hin. Hm? Willst du wirklich nicht im Haus schlafen? Nein. Das wäre falsch. Lady Hannah wollte dir morgen früh frische Kleidung bringen. Wir sollten uns bei ihr bedanken. Zehn Jahre Blut vergießen. 13 Jahre ohne einen Funken Hoffnung. Nur wegen Joshua gab ich nicht auf. Ich hatte mir geschworen, ihn zu rächen. Seinen Mörder zu finden. Das war das Einzige, was meinem Leben einen Sinn gab. Aber wenn ich es bin, wenn ich Joshua und Murdoch, wenn ich ihr Mörder bin, warum bin nur ich dann noch am Leben? Mir geht es genau wie dir. An der Front hatte ich keine Wahl. Also tötete ich so viele Leben, die ich zu früh nahm. An dem Tag in Dalmekia, ich konnte nicht mehr. Ich wollte, dass es aufhört. Ich war bereit zu sterben. Alles war besser als das. Sogar einfach aufzugeben. Unsere letzte Nacht auf dem Balkon. Erinnerst du dich? Ich habe zu Metia gebetet und wurde erhört. Du bist wiedergekommen. Die Sterne haben einen Plan für uns. Wir sollten schlafen. Ja. Gute Nacht, Clive. Schlaf gut. Danke, Lady Hannah. So mache ich schon einen besseren Eindruck. Ihr seht dem jungen Alwyn zum Verwechseln ähnlich. Wie kommt es, dass ihr seine alten Sachen habt? Oh, bevor Alwyn regieren musste, ist er oft mit meinem Mann verreist. Er und Rodney waren wie Brüder. Seine Kleidungsstücke liegen hier seit Jahren. Es wäre ein Jammer, wenn sie weiter verstauben. Gut, aber seid ihr euch sicher? Das sind doch Erinnerungsstücke. Natürlich. Euer Vater hätte es so gewollt. Steht dir gut. Danke, Lady Hannah.
Danke. Von ganzem Herzen. Nein, ich sollte danken. Es war sehr schön, euch zu sehen. Ihr habt mich an glücklichere Zeiten erinnert. Gute Reise, Milord, Milady. Lebt wohl, Lady Hannah. Die Straße zum Nordtor raus sollte uns bis zum Phönixtor führen. Auf geht's. Suchst du was Bestimmtes? Bis demnächst. Hey, halt! Elvens Kleider! Bei den Flammen. Ihr seid sein Sohn. Clive Rossfield. Ihr verwechselt mich. Mich könnt ihr nicht täuschen, Milord. Diese Ähnlichkeit ist kein Zufall. Und dabei spreche ich nicht nur von eures Vaters Kleidern. Nein, ich bin mir sicher, dass Lady Hannah diese Kleider wie einen Schatz gehütet hat und sich niemals von ihnen trennen wollte. Es sei denn, Elwins Söhne kehren zurück. Und nun ist dieser Tag gekommen. Ja, dann kann ich euch jetzt eure Träger zurückgeben. Meine Träger? Verzeiht mir, Herr Dorfrat. Das letzte Mal war ich als Kind in Eastpool. Ich habe euch nicht erkannt. Ein Wunder, dass ihr überhaupt etwas wiedererkennt. Es hat sich viel geändert, seit Rosaria an Sambrek gefallen ist. Nicht zuletzt für die Träger, die einst treu im Dienste des Hofadels standen. Beim Einfall der Eisernen vor 13 Jahren haben viele Träger ihre Herren verloren und hier Zuflucht gesucht. Sie sind geblieben? Ja. Sobald wir die Hauptstadt zurückerobert hätten, sollten sie zurückkehren. Doch dann kamen die Kaiserlichen. Rosaria wurde zur Sambrekschen Provinz, das Herzogtum, aufgelöst und damit auch ihre Heimat, in die sie wiederkehren könnten. Damals unter eurem Vater gingen Träger, deren Herren starben, an die Verwaltung. Dort wurde dann von offizieller Seite entschieden, was als nächstes mit ihnen geschieht. Als wir also sahen, wie die Kaiserlichen ihre Träger misshandeln, konnten wir sie ihnen nicht ausliefern. Deshalb sind sie noch bei uns. Und jetzt soll ich sie nehmen? Laut Gesetz gehören sie euch, Lord Rossfield. Ein Erbe eures Vaters. Und bei euch wären sie doch besser aufgehoben als bei uns, oder nicht? Nicht wenige haben eurem Haus gedient. Von daher sehen sie die Rossfields immer noch als ihre Herren. Ich bin niemandes Herr. Nicht mehr. Bei mir wären sie nicht sicher. Ich verstehe. Ich bitte euch, mir meine alberne Idee nachzusehen. Die Realität treibt mich zu Träumereien. Allerdings würdet ihr mir einen Gefallen tun? Eine kleine Geste? Sofern mir das möglich ist. Unter den Trägern ist ein älterer Herr, der geradezu verzweifelt an seiner Treue zu Lord Elwin festhält. Keine Sorge, ihr sollt ihn nicht bei euch aufnehmen. Nur ein wenig mit ihm reden.
damit er sieht, dass Lord Elwens Sohn noch lebt und ein redlicher Mann aus ihm geworden ist, so wie sein Vater es war. Es wäre mir eine Ehre. Ich danke euch, Milord. Meistens ist er unten am Brunnen und schaut friedlich in die Gegend. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr einen Moment für ihn erübrigt. So redlich wie mein Vater. Du ähnelst ihm wirklich, Clive. Und nicht nur äußerlich. Komm, sehen wir am Brunnen nach. Hier ist er nicht. Dann müssen wir ihn suchen. Ich habe es dem Dorfrat versprochen. Und ich habe ihn schon genug enttäuscht. Also gut, fragen wir nach. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Nanu, Fremde sind hier selten. Was verschlägt euch denn nach Eastpool? Wir sind auf der Suche nach einem Träger. Ein älterer Herr aus Rosalith. Ach, du meinst sicher den Mann, der immer am Brunnen sitzt, oder? Ja, genau. Aber, wenn ich fragen darf, woher kennt ihr ihn denn? Stammt ihr etwa auch aus Rosalith? Tun wir. Warum? Das freut mich jetzt aber. Ich nämlich auch. Ich bin an der Marktstraße groß geworden. Und wenn Lord Elwin noch leben würde, wäre ich wohl heute noch dort. Doch unter Annabella hat sich alles geändert. Auspeitschungen und Vertreibung. Höhere Abgaben, obwohl die Fäule uns um die Ernte gebracht hat. Oh, ich bin schon ruhig. Ihr wisst das ja alles selbst. Tut mir leid. Und euren Träger habe ich auch nicht gesehen. Aber er kann nicht weit sein. Er kommt jeden Tag hier, als würde er auf etwas warten. Dann hören wir uns weiter um. Danke. Guten Tag, werte Dame. Was kann ich für euch tun? Wir suchen einen Träger. Ein älterer Herr, der einst den Rossfields gedient hat. Kennt ihr ihn? Ah, der schräge Kauz. Tja, wo steckt er heute wohl? Dabei ist er um diese Zeit immer hier am Brunnen und kocht für seine Fantasiebankette. Wie bitte? Ach, damals in Rosalith war er in der Schlossküche beschäftigt. Er denkt, das wäre er immer noch. Ständig redet der arme Irre mit Großherzog Elwin. Gefangen in seiner Traumwelt. Aber lieber dort als hier, denke ich mir. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Kaiser freundliche Worte mit einem Träger wechselt. Ihr etwa? Nein. Jedenfalls muss er hier irgendwo sein. Seine müden Beine tragen ihn nicht mehr weit. Danke. Wir suchen weiter. Hey, wartet mal kurz. Ich denke, Patrick, der Chocobo-Pfleger, könnte wissen, wo er ist. Neben Chocobos kümmert er sich auch um den alten Kauz. Am besten, ihr redet mit ihm. Er ist sicher am Unterstand. Patrick, der Chocobo-Pfleger. Sehr gut. Danke. Vielen Dank, Jill. Dass du für mich mit diesen Leuten redest. Versteht sich von selbst. Wir wollen doch nicht auffallen. Komm jetzt. So. Wir Patrick. Könnte er nur hingegangen sein? Entschuldige, aber suchst du jemanden? Ja, diesen Träger, um den ich mich kümmere. Ich habe ihn nur eine Sekunde allein gelassen und jetzt ist er weg. Er ist weder an seinem Lieblingsplatz am Brunnen noch sonst wo im Dorf.
Dann bist du sicher Patrick. Bin ich? Warum? Dieser Träger, nach dem du suchst, ist ein älterer Herr, der früher in der Schlossküche gearbeitet hat, richtig? Ganz genau. Woher weißt du das alles? Ich hab dich hier noch nie in Eastpool gesehen. Sag schon, kannst du etwa hell sehen oder was? Jetzt verstehe ich. Na dann, wenn unser Dorfrat euch darum gebeten hat, nehme ich eure Hilfe gern an. In letzter Zeit ist er vollkommen verwirrt, sagt, dass er in der Schlossküche gebraucht wird und ihn bald jemand aus Rosalith abholt. Ich sollte lieber nach ihm sehen, damit ihm nichts passiert. Aber wenn er davonläuft, kann ich auch nichts machen. Such du hier. Wir werden uns derweil in der Umgebung umsehen. Danke, ich stehe in eurer Schuld. Hoffentlich ist dem Mann nichts passiert. Ich bin mir sicher, wir finden ihn bald. Weitergegangen sein. Der Mann dort drüben. Das könnte er sein. Schnell zu ihm. Achtung. Erledigen wir diese Viecher. Und zwar schnell. In Ordnung. Wir haben dich gesucht, mein Freund. Komm, zurück ins Dorf. Majestät, endlich seid ihr hier. So lange habe ich gewartet, doch es war nicht vergebens. Nein, du verwechselst mich. Clive. Ja, verzeih meine späte Ankunft. Ich bitte euch. Tag für Tag betete ich zum Begründer und nun hat er meinen Flehen erhört. Also kehren wir zurück zum Schloss? Gibt es in der Küche noch Arbeit für mich? Nein, mein Freund. Wir kehren nicht zum Schloss zurück. Noch nicht. Ich befinde mich auf einer wichtigen Reise. Sie wird noch ein wenig dauern. Darum bleib bitte in Eastpool, bis ich zurückkehre. Ich komme dich dann holen. Versprochen. Eure Majestät, auf euch würde ich sogar bis an mein Lebensende warten. Ich danke euch beiden für eure Herzensgüte.
Seine Erinnerungen an die Tage im Schloss sind sein einziger Trost. Und ihr habt sie durch das Treffen mit ihm wieder aufleben lassen. Er wird wohl nie wieder klar im Kopf. Dafür ist er in seiner Fantasiewelt glücklicher als hier. Die Fäule wirft ihre Schatten. Die Ernte bleibt aus und immer mehr Menschen flüchten. Wenn Lady Hannah in ihrer Güte nicht all ihre Besitztümer verkauft und für das Geld Lebensmittel besorgt hätte, wären wir übrigens hier schon verhungert. Natürlich wollen wir den Trägern hier weiterhin eine Zuflucht bieten, aber wenn nicht bald ein Wunder geschieht, dann werden wir nicht mal mehr in der Lage sein, ihnen einen Kantenbrot zu geben. Ist es wirklich schon so schlimm? Leider. Ich habe sogar schon die Kaiserlichen gebeten, die Träger zu holen. Doch als sie gehört haben, woher die Träger kommen, haben sie uns regelrecht ins Gesicht gespuckt. Meinten, auf herzogliche Hunde könnten sie verzichten. Ich kenne da jemanden. Er würde alle Träger hier bei sich aufnehmen. Sein Name ist Cid. Ich rede mit ihm, sobald ich vom Phönixtor zurück bin. Danke, Milord. Führt euer Weg zurück erneut durch Eastpool? Ich würde gern noch etwas mehr mit euch reden, wenn ihr etwas Zeit habt. Über die Zukunft des Dorfes und ob wir etwas für Lady Hannah tun können, nach all den Opfern, die sie gebracht hat. Natürlich. Ich komme vorbei. Gebt Acht, Milord, Milady. Habt eine sichere Reise. Darum heißt es das Tote Land. Ich wusste nicht, dass es so nah ist. Kein Wunder, dass die Ernte ausfällt. Die Fäule saugt den Äther aus dem Boden. Und wenn er versiegt, werden ihre Felder so aussehen. Keine Pflanzen, keine Tiere, kein Leben. Aber auch keine Bestien. Das ist das einzig Gute. Was ist das? Auch ein Relikt der Gefallenen? Wir werden hier keine Magie wirken können. Noch ein Grund zur Sorge. Als ob es ohne Äther nicht genug Probleme gäbe. Haucht dem Land Leben ein. Ohne ihn bleibt nur noch das. Ich kann mir kaum vorstellen, wie dieser Ort vor der Fäule einmal ausgesehen hat. Ich weiß es noch. Es war wunderschön. Ist es. Das Phönixtor. Wo alles seinen Lauf nahm. Komm, Clive. Zeit, die Wahrheit herauszufinden. Hm.